Matthias, ganz herzlichen Dank, dass du Zeit hast, mit mir dieses Gespräch zu führen. Du bist von der Otto von Guericke Universität Magdeburg und als Ingenieur verantwortlich für das Themenfeld elektromagnetische Verträglichkeit. Du bist kein Hochschuldidaktiker, darauf muss Wert gelegt werden. Trotzdem, oder vielleicht sogar genau deshalb, hast du im letzten Jahr von deiner Universität den Lehrpreis verliehen bekommen. Erklär doch mal genau, worum es da geht. Ja, der Lehrpreis wurde verliehen für digitale Lehre. Mhm. Und wir versuchen bei uns alle möglichen verschiedenen Methoden, digital und auch nicht digital gestützt, zur Verbesserung, zur Innovation der Lehre einzusetzen. Und ja, dieser Aufwand wurde gewürdigt. Das hört sich ja doch schon mal sehr gut an. Wie gesagt, die Betonung auf der Tatsache, dass du kein Hochschuldidaktiker bist, impliziert natürlich auch, dass du dir das alles irgendwie selbst beigebracht hast und aus Eigenmotivation verschiedene digitale Szenarien in deine Lehre integrierst. Welche sind denn das zum Beispiel? Ein Konzept, was wir haben, ist der Inverted Classroom, der ja recht bekannt ist, also dass man versucht, die Wissensvermittlung auszulagern, dass die halt zu Hause stattfindet, dafür, dass man dann die Präsenzzeit für sinnvollere Sachen, für mehr Interaktion, Kollaboration, komplexe Problemlösungen nutzen kann. Ein anderes Konzept, was wir haben, sind personalisierte Aufgaben. Also unsere Studierenden bekommen Aufgaben, die so gestrickt sind, dass der Schwierigkeitsgrad, Rechenaufwand für alle ungefähr vergleichbar ist, sie aber trotzdem nicht stumpf voneinander abschreiben und plagieren können, sehr wohl können, sollen und dürfen sie sich natürlich gegenseitig beraten. Und damit wir dann die Aufgaben nicht alle korrigieren müssen, machen das die Studierenden einfach gegenseitig. Dafür gibt es dann eben so personalisierte Musterlösungen und dann müssen die sich auch ab und zu mal in einen fremden Lösungsweg reindenken und überlegen, wie hat der andere das jetzt gerechnet oder die andere, ist das trotzdem richtig, ist das falsch? Das funktioniert ziemlich gut. Und da hast du gerade auch wahrscheinlich einen elementaren Punkt angesprochen, nämlich die Zeitersparnis. Ich glaube nicht, dass man mit einer Umstellung eines Lehrkonzeptes hin zu digitalisierter Lehre viel Zeit sparen kann, richtig, oder? Nein. Man investiert eher mehr Zeit, aber ich glaube, man kriegt trotzdem ein viel, viel besseres Resultat raus als vorher. Mhm. Aber du musst dir das ja alles auch selbst aneignen, was du in deiner Lehre praktizierst. Ja, dafür bin ich bei Twitter unterwegs, relativ viel, hole mir da viel Inspiration, viele Ideen. Dann bin ich ab und zu mal bei natürlich hochschuldidaktischen Tagungen und Weiterbildungen und verknüpfe mich da mit anderen Leuten, gucke mir Workshops an, mache selber Workshops, gucke mir viele Talks an bei YouTube, zum Beispiel von Jörn Loweschach, der ist ein super Inspirationsgeber, gerade so für die Ingenieurwissenschaften. Mhm. Und das ist vielleicht so eine kleine Kritik an den generellen Hochschuldidaktikern, dass viel, was da diskutiert wird, immer auf so einer gewissen Metaebene ist. Also das ist ab und zu recht abstrakt und da muss man da nochmal eine ganze Menge Gehirnschmalz reinstecken, um sich zu überlegen, wie kann ich jetzt dieses und jene Idee oder dieses Konzept dann ganz konkret meinetwegen in den Grundlagen der Elektrotechnik anwenden. Und da sind halt viele Ideen, wo man sieht, das passt direkt wie die Faust aufs Auge und dann kann man das halt recht schnell dann übernehmen. Also das heißt, praktischer Einsatz ist natürlich ganz elementar und wichtig. Wie hast du es denn sozusagen mit deinen Studierenden? Sind die Ingenieurwissenschaftler grundsätzlich digital affiner als vielleicht andere Studierende? Das würde ich nicht sagen. Also die laufen natürlich auch die ganze Zeit mit dem Handy und mit einem Tablet in der Hand rum, aber das machen andere Studierende meinetwegen in der Medizin oder in den Humanwissenschaften auch. Ich glaube nicht, dass die Elektrotechnik-Studis so sehr viel technikaffiner sind als der Rest. Aber wie schaffst du es trotzdem, deine Studierenden immer wieder aufs Neue zu motivieren, auch wenn du sagst, du probierst dich selbst aus in deiner Lehre, dann deine Studierenden immer mal wieder mit neuen Lehrkonzepten digitaler Natur zu konfrontieren? Also die merken natürlich, dass da was Neues passiert, dass da was Spannendes passiert und die sind auch eigentlich immer sehr interessiert daran, dann die Sachen mit auszuprobieren. Wir haben auch zum Beispiel ein tolles Tool, wo alle gemeinsam von ihrem mobilen Endgerät an die Tafel malen können. Und dann kann man zum Beispiel so Audience Response mit offenen Fragen machen. Ja? Also meinetwegen ein leeres Diagramm vorgeben und dann sagen, jetzt malt mal jeder irgendwie die Kennlinie von einer Diode rein und dann malt halt jeder von seinem Handy, wie die Kennlinie von einer Diode aussieht oder wie er denkt, dass die Kennlinie einer Diode aussieht. Und sonst würde man halt fragen, irgendwie eine richtige Antwort und die anderen drei sind halt falsch und so. Mhm. So kann man so offene Fragen machen. Und das finde ich zum Beispiel spannend, da machen die auch gerne mit.
Du hast auch noch Twitter bei dir in der Lehre im Einsatz, insbesondere sozusagen, um einen Zeitraum zu überbrücken, wo du deine Studierenden nicht direkt vor der Nase hast. Kannst du dazu noch ein bisschen mehr sagen? Ja, genau. Wir machen eine Twitter-Challenge, eine Fight-Challenge heißt es. Unsere Fakultät heißt Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik. Die Abkürzung ist Fight. Und damit versuchen wir, unsere Studis in der semesterfreien Zeit zwischen dem Winter- und dem Sommersemester zu aktivieren und machen so eine kleine Elektrotechnik-Olympiade, also wie eine Mathe-Olympiade, halt mit E-Technik-Aufgaben online. Und dann gibt es immer vier oder fünf Fragen, ungefähr in einem Wochenrhythmus, die, naja, schon ein bisschen kniffliger sind, muss man ein bisschen nachdenken, aber man hat natürlich auch alle Möglichkeiten der Welt. Man kann das Internet befragen und man kann hier damit was rechnen und damit was simulieren. Und dann gibt es auch mal ein paar Preise, die uns eine Firma zur Verfügung stellt. Und also wir kündigen die Aufgaben an über unsere Lernplattform, aber die eigentlich wollen wir damit die Studis auch ein bisschen mal auf unseren Twitter-Kanal locken. Und die Lösung muss dann da halt sozusagen semi-öffentlich gepostet werden. Und das funktioniert ziemlich gut. Bisher hat auch noch nie jemand, obwohl das ja so quasi öffentlich stattfindet, von extern eine Lösung gespoilert. Und die meisten Aufgaben wurden bisher auch tatsächlich gelöst und es dauert dann immer zwischen ein paar Stunden und ein paar Tagen. Und man hört halt ringsrum, dass dann auch, also dann bei Twitter zwar nur wenige aktiv sind, aber sich trotzdem ringsrum recht viele, und dann kriegt man und hört man mal so auf dem Flur, wie war das jetzt da bei der Aufgabe und so. Das ist ganz spannend, ganz witzig. Das heißt also, eine Verknüpfung zwischen digital und in realer Welt findet auf jeden Fall so oder so statt, ja. Ich habe ein wunderbares Zitat in deinem Blog gefunden, und zwar: Lernen kannst du nur in deinem Kopf, trotzdem kann Digitales dabei sein. Ist das dein Credo, nicht nur für deine eigene Lehre? Ja, das ist auf jeden Fall ein Credo. Ich sag mal, so ein anderes Motto ist vielleicht noch, dass gute Lehre immer dann stattfindet, wenn die Lernenden und die Lehrenden mal jeweils aus ihrer eigenen Komfortzone herauskommen. Also ich glaube, so ein bisschen wie beim Sport, man muss sich mal anstrengen, es muss mal ein bisschen wehtun, sonst ist halt kein Trainingseffekt, sonst ist kein Lerneffekt da. Und das gilt, glaube ich, auch für die Lehrenden. Also vielleicht so eine andere Idee ist, dass man sich mal alle paar Jahre in seiner Lehre mal neu erfinden muss. Also einfach mal alle 3-4 Jahre was Neues ausprobieren. Ob das dann besser ist oder vielleicht schlechter ist, das stellt sich dann heraus. Aber es ist auf jeden Fall erstmal anders, und da ist auch schon ein gewisser positiver Effekt dabei. Und ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist sozusagen 10 Jahre und 20 Jahre den gleichen Stiefel, den gleichen Trott durchziehen. Also ich kenne auch Leute, die sich in ihrer eigenen Vorlesung, die sie halten, so langweilen, dass sie auch alle anderen damit langweilen. Denn dann ist damit natürlich auch keinem geholfen. Das heißt, deine Empfehlung für Kolleginnen und Kollegen in der Lehre wäre: Mutig sein, ausprobieren. Mutig sein, Sachen ausprobieren, einfach mal machen, einfach sich mal trauen, einfach mal was Neues ausprobieren. Und wie gesagt, ob es dann besser ist oder schlechter, das stellt sich dann heraus. Aber in den meisten Fällen klappt es schon ganz gut. Und die Studierenden wissen das sehr wertzuschätzen, dass man mal was Neues ausprobiert, und merken das auch sehr schnell. Großartig. Ganz herzlichen Dank. Gerne.